Wahrscheinlich einfach wie ein komplett neues Spiel und hoffe da einfach, dass es Spaß macht. Ja, das, ja. Das ist eine gute Einstellung, Hugo Tier, definitiv. Man sollte auch manchmal die Spiele nicht nach ihren Vorgängern betrachten, vor allem wenn sie so offensichtlich nicht wie ihre... Ey, ich hatte diesen blöden Schild doch oben. Nicht wie ihre Vorgänger sind. Und nicht sein wollen, vor allem auch. Ja, du nervst. Du nervst auch. Ihr seid alle voll nervig. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, ihr seid hinüber. Ihr seid auch hin. Schild ist wieder da. Lucky, lucky. Das hätte mich nämlich auch töten können. Ja, aber die da oben, ne? Das sind Schweinebären, allesamt. Ja, siehst du, der hat mich jetzt schon wieder gekillt, der Drecksack. Boah, geht ihr mir auf den Zwirn, ey. So, du bist tot. Nein! Oh, dieses dreckige Mistvieh. Warum kann ich keinen Speicher bekommen, Leute? Die haben die Save Points überarbeitet, das weiß ich, aber warum kriege ich hier keinen Speicher nach jedem von den blöden Dingern? Die sind alleine für sich genommen schon Arsch. Aber nein, ich kriege erst einen Speicher, wenn ich alle drei geschafft habe. Was soll denn das? In Sequence geschafft habe. Das ist ein bisschen Arsch an diesem Spiel. Sonst ist das Spiel echt schön, ne? Aber das hier ist gerade echt Arsch. Diese unnötigen Prüfungen. Wieder einer down. Wieder einer down. Dabei sind die gar nicht so schwer, ne? Ja, genau das dachte ich mir nämlich, Penner. Das Pennervieh, ey. Okay, wenn er passt, dann gehen wir da hoch. Dann tötet er sich. Weißt du was? Dann gehe ich einfach. Nein, ich will da runter. Nein, 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 nein. Oh shit. Okay, ich hab ihn. Alter, ich hab sie alle. Das hat ja auch lang gedauert, ey. Wow, was fail ich. Danke, Gimli. Was fail ich? So, haben wir jetzt eine Lösung für das andere Rätsel? Denn ich habe keine. Weil alle meine Tools nicht funktionieren. Und im Grunde muss es ja... Oh nein, bitte nicht sterben jetzt. Im Grunde muss es ja mit dem blöden Schild irgendwie nur funktionieren. Und zwar einzig mit dem, weil alles hier hat bisher nur damit funktioniert, was auch Sinn macht. Weil die Prüfung, da bekommt man das ja erst. Und man kann ja nicht davon ausgehen, dass man die anderen schon hat, die anderen Fähigkeiten. Das heißt, ich brauche theoretisch nur diesen doofen Schild. Okay, kann ich noch weiter runter? Vielleicht finde ich ja noch irgendeinen Hinweis oder so. Ja. Ich kann noch weiter runter. Was bist du? Der Wächter. Ah, okay. Hier geht's dann durch. Okay. Das heißt, ich muss dann den ganzen Quark zusammen machen. Da freue ich mich ja drauf. Oh, what joy. What joy there is. Nee, ich muss noch einen hoch. So, Freunde. Jetzt müssen wir irgendwie den Quark hier lösen. Und alles, was ich machen kann, ist spiegeln. Ja, ich sehe schon, dass die sich verändern, Gimli. Das kann ich auch mitbekommen. Aber ich weiß nicht, was ich dann machen muss. Weil... Es ändert sich ja nichts. Auch hier unten das Muster würde ich jetzt denken, dass es sich verändert, wenn ich das hier mache. Aber es passiert ja nichts. Und das Ding hier hat doch sonst keine Fähigkeit, oder? Nö. Ich kann nichts anderes drücken. Ich kann das drücken, das Journal. Ich kann hier nichts aktivieren und gar nichts. I don't know. Und wenn ich das hier aktiviere, ist der dämliche Laserstrahl weg. Das heißt, da kann ich auch nichts machen. Ich probiere mal was. Und zwar... Kann ich das nur antapsen? Ah, jetzt verändert es sich. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Jetzt alles cool, jetzt alles cool. Jetzt habe ich eine Veränderung festgestellt. Vorher habe ich keine wirkliche festgestellt, aber wahrscheinlich, weil ich es auch immer so angeditscht hatte. Okay, wollen wir mal gucken. Der muss andersrum.
Der da muss auch anders. Oh Gott, oh Gott. Ich kann es euch zeigen. Der muss andersrum, damit er hier durchkommt. Oder ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich muss ich ihn hier umleiten. Das macht aber eigentlich auch keinen Sinn. Maybe, aber zumindest kann ich den schon mal umleiten. Wenn ich den da umstelle, dann müsste der... Nee, auch nicht wirklich. Dann wird das Ding immer noch nicht durchsichtig, dass er da reinkommt. Very strange, very strange. Ich meine, der ist relativ einfach. Da müsste ich theoretisch nur den umleiten, was aber nicht passen wird. Es wird nicht funktionieren. Ich werde wahrscheinlich den dorthin leiten müssen. Den dorthin und den auch wirklich dorthin. Wie auch immer das funktionieren soll. Oh mein Goodness. Ich mag solche Rätsel eigentlich, aber ich würde gerne die Pattern sehen, während ich das mache. Ja, du hast recht, Gimli, du hast recht. Ich war nur blöd. Wie so häufig. Okay, So, erstmal du wirst angetappt, dann kann ich dich da erwischen. Oh Gott. Oh Gott, ist das ein Fitzelgespiele, ey. Und das mit dem Controller. Der Controller ist nicht so empfindlich, Leute. Okay, du wurdest umgetappt, dann kannst du wieder umgetappt werden. So, jetzt erstmal gucken. Erstmal gucken, wie sich verändert hat. Das kann eine Weile dauern, Leute. Ja, das ist nämlich Unsinn. Das ist also Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Aber ich kann die mittlere nach unten leiten. Oh mein Gott. Das gibt einen Kniddelfitz. Okay, es steht richtig. Und zwar muss ich... Wenn ich den jetzt umdrehe, dann wird das dort reingeleitet. Dann haben wir den ersten schon drin. Hier muss ich den umstellen. Aber dann passiert nichts. Dann wird der einfach nur dahin geleitet. Das kann also auch irgendwie nicht die Lösung sein. Ist das schon mal Quatsch? Vielleicht steht der hier richtig. Aber eigentlich kann das auch nicht sein. Hier kann ich nichts umleiten. Aber vielleicht steht der trotzdem richtig. Der kann nicht richtig stehen. Das funktioniert nicht. Wie soll ich denn alle drei da reinbringen? Das verstehe ich nicht. Ich stelle erstmal den um. Und schau mal. Nee, gar nicht. Ich muss den umstellen. Ich stelle mal den um und guck mal. Guck mal, was passiert. Oh, das ist viel zu empfindlich, Leute. Da hätte man den Controller-Sachen ein bisschen rumschrauben sollen, damit das nicht ganz so empfindlich ist. Ha, und der geht nicht weiter. Der geht nicht ins Ziel. Warum? Verstehe ich auch nicht. Very strange. Und den hier kann ich nicht umstellen. Da komme ich nicht dran, weil der, seht ihr, ich habe keinen geraden Pfad zu dem Strahl. Das heißt, den kann ich eh nicht umstellen. Der bleibt so. Der muss so bleiben. I guess. Weil, was soll er sonst machen? Hey, das ist ein fieses Rätsel, Leute. Und hier passt auch nichts wirklich aus irgendeinem Grund. Okay, vielleicht gehe ich es falsch an. Vielleicht müssen die... Okay, das stimmt. Die müssen nicht da rein. Diese Strahlen müssen nicht hier oben rein. Im Gegenteil, sie müssen alle von den Dots anmachen. Entweder alle, die hier noch frei sind, oder nach diesem Muster. Vielleicht nach diesem Muster. Unkonzentriert? Ja, das auch, aber das Rätsel hätte mich so oder so vor eine Herausforderung gestellt. Vielleicht gehen die nur rein, wenn alle reingehen würden. Das ist auch, habe ich auch schon drüber nachgedacht, Hugo Tier, das stimmt. Es könnte sein, aber irgendwie glaube ich nicht daran, weil dann würde der eine trotzdem schon da reingehen und einem so ein Signal geben, dass es richtig ist. In dem Sinne. Aber da er das nicht tut, glaube ich, das hat überhaupt nichts damit zu tun, sondern wir müssen einfach entweder das Muster unten nachbauen und diese Kästchen da, ihr seht ja, da sind ja ein paar an, weil der Strahl da durchgeht. Wir müssen die entweder in dem Muster anmachen oder wir müssen einfach alle ankriegen. Vielleicht müssen wir dieses Muster unten mit beiden Panels nachbauen. Das wird schwer. Okay, hier kann ich das hinbekommen. Hier ist, ich lasse mal nur den hier, ich mache mal nur den. Hier ist es einfach, ich muss nur den umstellen einmal, weil dann ist das hier schon mal, das ist dran. Dann müssen wir das hier umstellen, dann kommt der äußere Rand dran, dann haben wir das hier schon mal nachgebaut. Und das hier ist dann auch richtig, also ich muss im Grunde nur den und den umstellen. Dann passt das für dieses Panel. Wollen wir mal gucken, was das bewirkt. Also...
ich komme da nicht dran. Ne, das ist der falsche. Okay. Ich muss also mit dem Spiegel arbeiten, unbedingt. Und ich muss den da umstellen. Oh, guck mal, wie ultra empfindlich das ist. Den umstellen und den da umstellen. Okay, haben. Wenn ich das jetzt anmache, müsste es passen. Okay, not quite. Ich weiß auch warum, weil ich den dort noch umstellen muss, damit die hier nicht mehr an sind. Ich schätze, ich muss das einfach nachbauen. Gucken wir einfach mal. So, und jetzt bauen wir den da noch um. Aber das muss ich direkt machen. So. Und jetzt müsste es passen. Ha! Haha, habt's gesehen? Habt ihr's gesehen? Oh, crap. Jetzt muss ich dann das hier noch nachbauen mit. So anstrengend. Okay, also ich muss den umstellen, dann geht dieser Strahl hier hin und da hoch, dann ist das hier richtig. Dann ist dieser Teil komplett. Nur der dann ist dann nicht mehr an. Und der darf nicht an sein. Das ist ja fies. Wie mache ich das denn? Vielleicht kommt das von alleine? Wie kann ich denn hier einen hochleiten? Das geht mal gar nicht. Wenn ich den umstelle, geht der hier hoch und nicht mehr weiter. Aber der darf nicht an sein. Hä, wie geht das denn? Okay, das hier ist jetzt wieder... Diese Form kann ich nur hiermit erreichen, definitiv. Okay. Ja, weil sonst passt es nicht. Wenn der nicht an sein darf, funktioniert es nicht. Sonst. Okay, dann dieses hier muss ich nachbauen, indem ich den hier durchlaufen lasse. Das ist richtig bis hier runter. Also der steht schon völlig richtig, theoretisch. Der macht alles an, was an sein muss. Hier unten darf nicht an sein. Das heißt, ich könnte den umstellen. Denn wenn ich den umstelle, ist das hier auch an. Damit haben wir alles erfüllt, bis auf dieses Kästchen. Und das anzubekommen ist sehr einfach. Ich muss nur den umstellen. Also im Grunde stelle ich jetzt mal den um und dann dürfte es theoretisch funktionieren. Oh, Leute. Ach nee, ich muss ja erst noch den Shit wieder ausmachen. Also, einmal den und den. Hoffentlich kann ich das überhaupt. Das ist die Frage, weil ich glaube nicht, dass der Laserstrahl da hinkommt. Ich glaube nicht, dass der Laserstrahl hier hinkommen kann. Was auch wieder ein bisschen kegge ist, ehrlich gesagt. Scheiße, wen wollte ich umstellen? Den da? Nee, warte, die da gehen an. Ja, ich wollte den umstellen. Zumindest das dürfte gehen. Irgendwie, ja, das muss ich ja so machen. So, der ist umgestellt. Die Frage ist, wie kriege ich jetzt den hier unten umgestellt? Der muss umgestellt werden, das funktioniert sonst nicht. Das kann nicht funktionieren. Sehr genau, Gimli, hast recht gehabt. Ich musste die andere verwenden. Oh mein Goodness, sind das Rätsel. Aber ich find's cool, das sind Rätsel, die schafft man wenigstens, wenn man endlich mal geblickt hat, wie es funktioniert. Die sind nicht zu kompliziert. Die Frage ist halt nur, wie treffe ich den? Aber ich muss ihn treffen, weil sonst wird auf jeden Fall mehr angemacht, als es darf. Selbst wenn ich das hier umstelle, es würde viel zu viel angehen. Das heißt, ich muss den irgendwie treffen können und ich muss nur gerade rausfinden, wie. Wie verdammt nochmal, wie. Ich kann den da unten anmachen. Aber der bringt mir gerade so gar nichts. Aber den da drüber? Nicht mal, wenn ich wollte. Könnte ich den anmachen. Kann ich das hier irgendwie drüber? Über so ein ganz wonky Crap? Oh Gott, das ist aber... Ey, das ist dann echt Millimeter, aber das kann man sich noch schenken, ne? Ja. Das kann man sich echt schenken, sowas. Diese Pixelgenauigkeit, die ist echt nicht schön. Ha! Und wieder ein Muster fertig. Und jetzt müssen wir wieder eins schaffen. Und das sieht mir schon wieder nach dem aus. Ja. Denn das ist das gleiche Muster, das ich jetzt schon habe. Ich muss nur eine Sache ändern. Ich muss den nämlich wieder umstellen. Und dann habe ich das Muster, das ich eben hatte. Genauso. Der leitet es dahin. Den muss ich auch umstellen. Ich muss den umstellen, ich muss den umstellen. Und dann war es das. Okay. Also, kriege ich den umgestellt? Wahrscheinlich. Umgestellt. Und jetzt müssen wir nur wieder den wonky Shit machen, der alles versauen kann. Okay. Und das müsste schon gewesen sein. Ah, ich weiß warum. Das ist auch kein Problem. Wir müssen nämlich nur noch den da umstellen und dann passt. Ja, dann passt. Okay. Und einmal dich umgestellt.
Da. Uff, das war knapp. Ich glaube, das war der richtige. Und? Tadam! Jetzt nur noch eines. Und ich wette, das können wir nur mit links lösen. Ne, das können wir gar nicht mit... Doch. Das können wir, wenn dann, nur hier mit lösen. Und zwar, weil das hier an sein muss. Und das kann durch diesen Spiegel nicht an sein. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt dahin? Eklig. Okay, den muss ich umstellen. Machen wir es mal peu à peu. Stellen wir mal den um. Ach, das ist hier schon wieder dieser Shit, ne? Oh, ich hasse es. Pixelgenauer Schieß, ey. So, der ist umgestellt. Das ist soweit richtig. Der muss umgestellt werden, aber das funktioniert nicht. Im Gegenteil, das kann gar nicht funktionieren. Wie soll das denn bitte gehen? Oh, das ist jetzt, das ist knifflig. Denn wir müssen den hier ja auch anmachen und das geht nicht hier rüber. Doch, maybe geht das. Ja, nee, es geht eben nicht darüber, weil der hier darf nicht an sein. Das heißt, dieser Strahl kann es nicht sein, der da hingehen muss. Der darf schon gar nicht hier runtergehen. Das heißt, ich muss das umdrehen. Drehen wir mal das um, damit der weg ist. Dann haben wir wenigstens einen Punkt weniger, um den wir uns sorgen müssen. So, du bist weg. Okay. So, jetzt ist diese Linie an und es ist, sind die beiden an. Jetzt müssen wir irgendwie hier noch anbekommen und dann dürfte sich das von selber lösen. Von selbst lösen. Und das dürfte kein Problem sein. Wir müssen einfach nur den umstellen, dann passt's. Ha! Gelöst! Gelöst. So, jetzt lass mich das auch bitte tun. Und schwupp. Ja, okay, ich muss den da vorne noch umstellen. Okay. Okay. Über den habe ich jetzt gar nicht nachgedacht. Und? Tada! Yes! Soll der Gary mal sagen, das funktioniert nicht. Oder beziehungsweise, das funktioniert nicht. Nein, das soll mal jemand sagen, dass der Gary zu blöd ist. Die unten links müssen umgestellt werden. Ja, genau. Habt ihr richtig gesehen. Wunderbar. Dankeschön, Ghibli. Yay! Mittelaltermärkte 2017, RLP. In Rheinland-Pfalz. Und FC. Ach, falscher Chat. Ach so. Okay. Ha! Deduction. Okay. Und warum Wächter? Muss ich doch gegen keinen mehr kämpfen. Ich meine, das wäre cool, wenn ich hier fertig wäre, endlich. Es hat länger gedauert, als ich gedacht hätte. Ich muss links rum. Ich will nach unten, Freund. Mich so wollen nach unten. La la la. Wächter, gib mir den geilen Kristall. Yay, Geisterbarriere-Kristall eingesammelt. Sowas fehlt noch. Die Geistesreise. Oh my goodness. Kann ich jetzt teleportieren? Ich meine, wir haben Telekinese, wir haben Umlenken von Lasers mit Schild. Wir haben dieses Zugangsdings und jetzt fehlt eigentlich nur noch Teleportation, oder? Teleportation Nujitsu, wie bei EU4. Ah, das wird noch schön, die Kampagne, die gerade läuft. Oder die andere, die ich schon geplant habe. Ah, das wird toll. Ah, ich habe übrigens schon ein Nachfolgeprojekt für Tomb Raider gefunden. Weil ein Monster auf dich wartet. Anscheinend nicht. Ja, da ist wieder unser Frank. Frank ist toll. Ich habe übrigens schon ein Nachfolgeprojekt für Tomb Raider, wenn euch das interessiert. Da wird Aquanox 2 kommen. Endlich. Endlich. Wait. War das letzte Symbol auf der anderen Seite der Brücke? Really? Übrigens ist die Umgebung einfach nur wunderschön. Gab es hier echt noch ein Symbol? Vielleicht wird Frank uns bald gar nicht mehr helfen müssen gegen die Viecher. Ah, tun mir nichts. Das war natürlich wieder sinnvoll. Also sobald ich irgendeine Kraft anwende, wollen die mich tot sehen, oder wie? Das ist ja interessant. Please don't kill me, please don't... Das ist ein bisschen Arsch. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwo ein Symbol übersehen. Weil hier komme ich nicht durch. Hier töten mich die Käfer die ganze Zeit. Instant. Hey Lucy, schön, dass du noch reinschaust. Wir haben gerade ein Rätsel gelöst oder eine Folge von drei Rätseln, die ziemlich eklig war.
und viel Trial and Error beinhaltet hat. Kann sich teleportieren? Telekinetisieren? Keine Ahnung. Frank, brüll mal! Zum Wohl des ewigen Lebens. Kann ich hier Zugang gelangen? Nein. Wenn ich jetzt wieder gekillt werde, darf ich hier nicht hingehen. Ich kann nicht dauernd warten, bis der blöde Käfer abhaut. Frank! Frank! Ich mag ihn, er ist toll. Bitte sorg dafür, dass mich die Käfer nicht töten, Frank. Frank! Frank, sorg dafür, dass mich die Käfer nicht töten. Ah, die haben Angst vor ihm. Okay, ich muss also auf ihn immer warten. Da muss ich aber gar nicht hin. Nein, 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 nicht töten. Frank, mach schneller. Okay, Frank beschützt uns. Du hast das Beschützer-Nujitsu. Ah. Da war auch noch eine Pflanze, die ich nicht gesehen habe. Wir müssen auf ihn warten. Wenn er nicht da ist, dann töten uns diese Viecher hier alle. Die einheimische Fauna ist nicht so geil. Ah, wir müssen doch hier hin. Yay. Oh, shit. Dafür, dass wir seine Mutti getötet haben, ne? Und dann noch ziemlich aufplatzen ließen, was ziemlich eklig und uncalled for war. Oh, jetzt ist er wieder da. Willst du den falschen Ort, stirbst du? Ja, Telekinese. Told ya, guys. Told ya. Beziehungsweise Teleportation. Do it faster. Oder wir dürfen schneller sein. Nee, ist Teleportation. Wir können uns zurück teleportieren. Interesting. Okay. That's cute. Ach so, okay, ich weiß schon. Verkehrt rum, ist genau andersrum zu sehen. Ich muss nämlich hier hin. Ich muss warten, bis die Teleportation wieder geht. Hey Lucy, wink wink. So. Und dann muss ich das da machen und dann muss ich sagen, whee! Teleportation Nujitsu. Bestes Nujitsu, Leute, bestes Nujitsu. Kann ich nicht sagen, wo ich hin will? Ja, ist aber nett hier. Ah. Ich kann es nicht anmachen. Das geht auch nicht. Ja, toll. Das war jetzt wieder sinnvoll. Sorry, Frank. Ich komme bald wieder. Ich verspreche es. Sag mir nicht, ich muss Teleportation Nujitsu anwenden, wenn ich da drauf bin. Das kann ja mal gar nicht angehen. Oh, das wird die Hölle. Ah, Moment, ich weiß. Ich weiß, wie ich es machen muss. Ist cool, ich hab's gecheckt. Ja, natürlich muss ich das Teleportation Nujitsu anwenden, ist ja klar. I hope at least. Ich darf's nicht wechseln. Shit. Ich dachte, ich muss den Wagen einfach wegschicken und muss dann hier drauf drücken oder sowas. Ach so, warte mal. Ja, jetzt ist mein Teleportation Jujitsu nur leider weg. Hm, hm, hm. Ach, warte. Ja, ja, okay. Ich muss das ja gar nicht. Ich muss das Ding ja gar nicht betätigen. Doch, muss ich. Weil das sind normale Schalter. Die kann ich... Okay. Ah ja, dann fährt's dorthin. Gehen wir einfach mal dorthin. Warum nicht? Fangen wir links an. Denn jetzt haben wir es umgestellt. So, jetzt funktioniert's. Okay. Ich hab's gecheckt. Dauert nur ein bisschen. Der Gary ist ein Volltrottel, habe ich gesagt. Gary ist ein Volltrottel. Ja, aber es war richtig. Ich hab nur mit ihm mit Teleportationscrap gedacht. Mensch, der Gary, ey. Der Gary kann wieder gar nichts. Okay. Teleportation Jujitsu. Da will ich hin. Schalter. Go. Teleportation Jujitsu. Yay!
endlich hat's geklappt. Ich bin so ein Vollidiot. Okay, so, was können wir jetzt Schönes machen? Wir können einen Schalter drücken. Schalter drücken ist immer gut. Oh Gott. Wenn ich sterbe jetzt. Ah ja, natürlich. Ist klar. Okay, ich weiß, wie es funktioniert. Sollte relativ einfach machbar sein. Jo, läuft. Ich kann nicht hoch, ne? Ne, ich muss erst runter, okay. Doch, ich bin doof. Ich bin voll Idiot manchmal. Das ist so blöd, ey, dass ich hinter diese komischen, einfachen Rätsel nicht komme, ne? Das ist so ein Würfel. Okay. Das ist so, als würde ich Myst spielen, Leute. Da hätte ich auch keinen Plan von. Oh Gott, Myst war für mich immer ein totales Buch mit 7 Siegeln. Der Paint hat das mal gespielt. Das war sehr cool. Ja, aber ich muss den erstmal in der Mitte abstellen, Leute. Nee, darf ich nicht. Kann ich hier mein Teleportation? Nee, kann ich nicht. And that's the point. Ich kann hier auch nicht abspringen ordentlich, seht ihr? Das ist dumm. Und das ist jetzt das Problem. Jetzt komme ich halt nicht da hoch, ne? Wenn ich mich da festhangeln könnte... Ah, okay. Ja. Ist okay. Nee, ist es nicht. Weil dann kann ich den blöden Würfel ja nicht mehr bedienen. Ich weiß, wie ich auf die Plattform komme, aber ich weiß nicht, wie ich wieder an den Würfel... Doch, obwohl, dann weiß ich, ob ich an den Würfel komme. Okay, ist cool. Ich muss es hier oben machen. Pass da auf. Und hui! Und jetzt runter. Dann Würfelspielchen. Gar nicht doof gemacht. Also ich finde die Rätsel eigentlich ganz cool. Aber sie sind schon für einen Stream, boah, ne? Oder für einen LP sind die pervers. Myst ist fürchterlich. Ich finde Myst eigentlich ganz cool. Ich komme nur nie hinter die Rätsel. Dankeschön. Yay, Teleportation Nujutsu. Bestes Nujutsu. Myst ist auch ekelig. Einige Rätsel werden eher logisch, nachdem sie gelöst wurden. Ja, das ist leider bei Adventures eigentlich, also für mich immer so. Okay, jetzt wird's klein, bunt und komisch. Wenn ich den ganzen Kack nämlich nochmal machen muss, wenn ich sterbe, dann weine ich. Oh nein. Okay. Hätte mir auch einer sagen müssen, dass ich das nur da machen darf. Das war jetzt einfach und das war auch vorhersehbar, aber ich hätte ja nicht wissen können, dass das weggeht. Wie gemein. Den Tod hätte ich mir aber echt sparen können. Yay, erstes Ding fertig. Wuhu. Und kein... I'm an idiot. I'm a stupid moron. That's what I am. Okay. Muss natürlich auch auf selben Wege zurück, ne? Wie soll es auch anders sein? Komm schon, geh runter. Okay. So, weiter. Hui! Teleportation Nujutsu an. Und Schalter betätigt. Und Nujutsu! Yay! Okay, was gibt's hier Schönes? Oh Gott. Cthulhu-Kreatur. Die dort bleiben muss, damit irgendwas passiert. Interesting. Es ist gefangen und wütend. Wächter, Tod, Überreste. Furcht. Oh, crap. Und ich wurde gefressen. Awesome. Schön, dass ich das vorher schon wissen konnte. Oh, crap. Gefangen, wütend und hungrig. Wie kommen hier eigentlich so viele Leute rein, die das Ding fressen konnte? Mega-Fail, Gimli. Mega-Fail. Furcht. Sorry. Hab dich verarscht. Du bist ein blödes Vieh. Du bist ein blödes Vieh. Und Schalter.
Oh, crap. What the Dickens? Ist immer noch ein blödes Vieh.